diese Kinder habe ich, als ich ihnen im Kreis erzählte, dass du gehst, gefragt, was sie dir mit auf den Weg geben wollen. Und hier eine Auswahl ihrer Äußerungen. Zitat: Maren ist die beste Gitarrenspielerin von Fehmarn oder sogar von Deutschland. Sie singt die schönsten Lieder. Sie hat immer gute Laune. Sie ist immer hübsch und freundlich. Sie braucht sich keine Sorgen zu machen. Kiel ist nicht weit. Es ist fast bei Burg Staaken. Und deine Musik, die berührt die Herzen. Lässt Menschen in die Kirche kommen, die sonst ganz lange nicht da waren oder die noch nie da waren. Als ich auf die Insel angekommen bin, hast du, als wir das erste Mal Kontakt zueinander hatten, es mir sehr leicht gemacht, hier Fuß zu fassen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich damals freundlich aufgenommen, meine Unzulänglichkeiten mit Fassung getragen hast. Und nicht müde geworden bist, zu versuchen, uns als Chor zu einer Gemeinschaft zusammenzuschweißen. In all den Jahren ist es, wo auch immer ich war, nicht ein einziges Mal vorgekommen, was man dir, liebe Maren, angetan hat. Ich zittere vor Enttäuschung und Wut darüber, wie es sein kann, dass dein Arbeitgeber, deine Musikerkollegen, die mit der Leitung von Chören betrauten Chorleiter der Insel und Teile deines Chors sowohl durch aktives Handeln als auch durch Schweigen gegen diese in meinen Augen bodenlose Ungerechtigkeit nicht vorgegangen sind oder sie wissentlich schweigend hingenommen haben. Ich wünschte, dass Menschen, die sich als Christ bezeichnen und Ämter in der Kirche begleiten, dies zur Ehre Gottes täten und nicht zu ihrem Selbstzweck. Ich wünschte, dass diese in meinen Augen verknöcherte und nicht mehr im Ansatz moderne Struktur der Kirche endlich aufgebrochen wird. Ich verspreche dir, ich werde alles dafür tun, dass diese Ungerechtigkeit lückenlos aufgeklärt wird. Mir wurde durch aktives Handeln, durch Zusehen und den Versuch, es auszusitzen und es zu verschweigen, meine musikalische Heimat hier genommen. Wie gerne habe ich unter deiner Leitung Musik gemacht.